Tja, hallo Freunde, hier ist der Bam Bam und hier ist nächster Gast-Replay auf meinem Channel. Ja, wir haben auch hier eine Doppelfolge, was die Gast-Replays angeht, und zwar aus dem einfachen Grund, ich habe einfach zu viel Material von euch. Und aus dem Grund gibt es ab jetzt auch hier Doppelfolgen. In der ersten Runde sehen wir den Terminator mit dem M46KA, dem Korea-Patton, im Zug mit Ura Pro, der den Kanonenjagdpanzer fährt. Auf der Karte Stalingrad sind wir hier unterwegs. Das Ding gab es ja jetzt im Adventskalender. Wer ihn sich nicht geholt hat, weil er denkt, oh, die Karre ist scheiße oder so, der sieht jetzt, was die Karre kann. Und in Runde 2 sehen wir den Patricia mit dem AMX 12 Tonner. Okay, Bewaffnung. 90 mm müsste die Karre haben, jawohl, 192 Durchschlag, 240 Schaden, und mit APCR hat er 243 Durchschlag, hat noch ein paar HE-Granaten dabei, ja, aber wie gesagt, die vernachlässigen wir mal ein bisschen. Mal gucken uns das Matchmaking noch einmal an. Er ist Top Tier mit seinem Kumpel hier. Und jetzt schauen wir mal, hier haben wir doch schon den ersten Spotsfreund, der sich mit ihm anlegen will. Ein T37. Und jetzt hat er da hinten noch einen T150 im Rücken. Die Front zum T37, dann ist hier nichts zu holen für den Spotsfreund. Ja, gekettet. Und tschüss. Genau so läuft das hier. Genau so. Jetzt haben wir da hinten den T150. Der kann aber irgendwie, der hat kein Zielwasser getrunken, wie er aussieht. Schön. 2:4 steht. Sein Team nicht zurück. Sein Clankamerad legt sich da ganz richtig in der Ecke. Mit was legt er sich denn da an? Ah, okay. Der war ein bisschen knapp. ...645 Schaden hat er geblockt bis jetzt. Er versucht da quer durchzuschießen auf den... Was ist der Tiger? Tiger 1. Ein holländischer Tiger 1. Alles klar. Ah, er guckt halt eben auch immer nach hinten. Was macht der T-150 hinter mir? Er steht mittlerweile 4-4. Und der holländische Tiger 1, ja, ich weiß nicht, der kriegt gar nicht mit, dass hier von der Seite auf ihn geschossen wird. Was haben wir jetzt hier? Eine Su 100. Nehmen wir erstmal den Tiger raus, genau, das werde ich auch machen. Jetzt kommt hier ein Scorpion G. Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, jetzt guckt euch das mal an hier. Jetzt kommen sie hier einer nach dem anderen. Mobilität dieses Fahrzeugs ist gut, finde ich. Der Turm dreht einigermaßen flink. Also kein Vergleich zum Super Pershing. Guckt euch das an. Zack, die Su ist raus. Ja, jetzt will der T-150, der will es hier wissen. Jetzt sind wir ja wie ein 8 von 3000. Der Ladeschütze wurde voll gewunderheilt. Der Wunderheiler ist mal wieder da. Und wir sind hier bei... Jetzt kriegt das von vorne und von hinten. Das ist natürlich schlecht. Jetzt musst du hier weg. Die Su 100, die macht dich weg. Komm, weg, 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 weg. Fünfter Kill. Sehr schön. Und sie führen 9:7. Alles ist gut. Mit der Su 100Y legte sich da hinten jetzt nicht an. 5 Kills, einer noch, dann hat er die... Dann hat er die Kriegermedaille. Wir sind bei 4700 W8, wenn ich das richtig sehe. Und er vermutet da hinten einen Gegner um die Ecke. Da kommt aber keiner. Ein Rheinmetall. Da steht noch ein Rheinmetall. Vorsicht. Die Arti spielt auch mit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt kommt die Su 100Y vor. Oh, 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 die weiß, dass er hier ist. Da schießt sie und da hat sie verschossen, gekettet, repariert.
nochmal gekettet. Genau so spielt man das. Nochmal gekettet. Und das war's. Einwandfrei. Einwandfrei gespielt bis jetzt. 10-9. Das sieht alles gut aus. Den Krieger hat er in der Tasche. Und es könnte noch mehr werden, Leute. Es könnte noch mehr werden. Guckt euch das an. Vielleicht hier durchs Fenster schießen oder was? Glaube ich da jetzt nicht. Elf, 9. Sie führen mit zwei Fahrzeugen. Klasse. Auch der geht nicht ins Ziel, wo er hin soll. Vielleicht jetzt unten. Jawohl. Panther 2 unten schön einen reingedrückt. Kriegt er den noch? Aber dann nehmen wir den FCM halt noch mit. Jetzt aber der Panther. Komm, 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 komm. Siebter Kill. Geil. Geil, Leute. 9500 W8. 12, 11. Das Ding ist, steht jetzt, würde ich sagen, steht auf des Messers Schneide. Jetzt fällt die Entscheidung. Was macht der KV-4 da hinten? So, was macht denn der KV-4 da hinten? Jetzt erzähl mir nicht, dass der AFK ist. Ein Full-Life KV-4. Schön. Radley Walters, Leute. Achter Kill. Und jetzt steht es 13-13 und allem Anschein nach, wenn ich mir das angucke da hinten, ist der KV-4 AFK. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist ja wohl eine Frechheit. Seinesgleichen. Da legt er hier so eine Runde hin und dann ist der Typ da AFK. Das ist ein Witz, echt. Und er weiß nicht so recht, wo er hinfahren soll, Leute. Ne? Jetzt kommt hier der FC. Ich nehme das mal auf meine Kameraperspektive, weil jetzt wird es hier ein bisschen jetzt wird es hier ein bisschen epileptisch, sag ich mal. So wie er jetzt immer nach rechts und links guckt. Jetzt ist er nämlich hier in der Zwickmühle. Jetzt ist er hier in der Zwickmühle. Nur ich verstehe den FCM nicht. Der FCM kann sich locker noch einen Schuss fangen. Und fährt hier nicht vor. Ich glaube, der FCM hat aber jetzt auch verstanden, dass der KV-4 AFK ist. Ja, und das war's. Schade, 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 dass der KV-4 hier AFK ist. Sonst hätten sie diese Runde wahrscheinlich noch gewonnen. Und das hätte ich nicht gerne gesehen, was er da an EP und was weiß ich alles noch mitgenommen hätte. Schade, dass das Ganze dann so enden muss. Naja, auf jeden Fall habt ihr die Mobilität dieses Fahrzeugs gesehen. Er geht hier raus mit irgendwas um die 11.000 EN8. Radley Walters Medaille. Aber leider nicht gewonnen. Okay, Leute. Viel Spaß bei der Auswertung, würde ich sagen. Und ja, wir sehen uns gleich in Folge 2 mit dem AMX 12-Tonner. Bis gleich. Ja, und hier sind wir mit dem AMX 12-Tonner und mit Patricia der Thai 1. Der Thai 1. So, auf der Karte Westfield ist er hier in den 7er Match reingeraten. Das ist natürlich geil. AMX 12-Tonner Autoloader-Kanone mit Magazin 75 mm, 144 Durchschlag, 135 Schaden mit normaler Munition und 202 Durchschlag mit APCR. Ja, ich fand diesen Panzer ganz gut, aber der Nachfolger ist eindeutig noch mal einen Ticken besser. Und ihr wisst, wo diese Reihe hier hinführt. Diese Reihe hier ist eine Autoloader-Reihe, die dann letzten Endes zur Bedjet führt. Und das ist natürlich ein Monstrum. Ne? Aber die Dinger fangen schon an, hier bei dem 6er richtig gut zu werden. Beziehungsweise der AMX ELC ist natürlich auch schon
Ein klasse Fahrzeug, aber ohne Magazin. Ne? Wir haben hier 6 Schuss im Magazin. Das heißt, der kann hier 6 mal abdrücken. Und das alle 2 Sekunden. Oder? Alle 2 Sekunden, glaube ich, kann der hier einen Schuss raushauen. Naja, gucken wir mal. Er geht hier erst nur zum Spotten. Was kriegt er hier auf? Was kriegt er hier auf? Auf der anderen Seite der Karte verhauen sich die Heavys in gewohnter Manier. Wir haben hier 1, 2, 3, 3 Artis. Das heißt, vielleicht noch einen Meter vorfahren. Ne? Dann kriegt sie hier besser was auf. Aber, naja. Schalten hier mal um. So. 2 Schweden hat er im Team. Ja, alle 2,2 Sekunden lädt er nach. Es tut sich hier noch nicht viel. Wir gehen in seine Ansicht. Er hat normale AP-Granaten geladen. Aber nur, ihr seht unten, 28 Granaten hat er nur dabei. Ne? Das heißt also, ihr müsst mit euren Clips, die ihr hier raushauen könnt, auch ein bisschen sparsam sein. Ne? Also ihr könnt ja nicht einfach wild drauf loshämmern. Aber ich gehe mal davon aus, dass der gute Patrizier das auch weiß, dass er hier nicht einfach drauf loshämmern kann. Und aus dem Grund sucht er sich jetzt halt eben Ziele, die er auch auf jeden Fall bekämpfen kann oder treffen kann, denke ich mal. Ne? Ja, haben wir einen Panzer T25. Der macht jetzt hier auch gleich Klick Garage und dann war's das. Ne? Zack. Und da frisst er sich den nächsten Hit von wo? Ist hier ein Chino? Ne, der ist hinter ihm. Ja, die 2 Schweden sind da vorne auch einfach weggefahren und haben den Hill einfach weggeschenkt. Oh Mann. Das sind ja auch 2 geile. Jetzt stellt er sich also hier irgendwo auf irgendein Gebüsch. 3 Autoloader, schön hier noch Handbremsaktion. Ah, der Baum war natürlich schlecht, dass der jetzt hier umfällt. Aber egal. Er geht jetzt hier in Position, um einfach diese Spotsfreunde da oben spotten zu können. Da müsste ein Cromwell B rumstehen, da müsste ein Chino rumstehen oder vielleicht sogar beide Chinos, die sind ja im Zug, da im Gegnerteam. 3-2 steht für sein Team, alles sieht gut aus. Alles sieht gut aus. Aufgeklärt, da haben wir den ersten gespottet und das ist der Cromwell. Und der Cromwell, der macht jetzt Bekanntschaft mit seinen Granaten, zack. Cromwell ist raus. Was haben wir hier? Chino Power. Ah, schade. Und auch der geht raus. Das sind jetzt, glaube ich, schon 2 Kills, die er hätte machen können. Die aber mit ein bisschen Pech nicht funktioniert haben. Also die er mit ein bisschen Pech nicht gekriegt hat. Okay. Er hat noch 18 Granaten. 7-5 steht's. Er ist im Reload. Und ihr seht, das komplette Magazin lädt er in 19 Sekunden noch mal komplett nach. So, Junge, wie sieht das aus? Kriegen wir jetzt mal hier noch was zu sehen hier? Killmäßig oder so? Was haben wir hier? 5916. Das ist ein chinesischer Scout, auch ein Autoloader. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Ding nicht so zurechtgekommen. Ja, die Schweden schießen ins Nirvana. Stupid Idiot M12 Idiot. Stupid to play. Ja gut, ich meine, der hat mit seiner Art, ihr seht es oben, minus 1. Er hat also einen der eigenen Leute gekillt. Das kommt mal vor. Könnte er mir ja schicken für. Das war die Arti. Also der Typ, den er da rausgenommen hat. Okay. Der T34 Konstruktor. 8-7 steht's. Was haben wir da unten? Da haben wir eine Bishop. Ah ja gut, die Bishop ist natürlich. Die muss nach vorne fahren, weil sie hat keine Reichweite. Ne? Deswegen steht so eine Bishop-Art, die auch manchmal etwas weiter vorgelagert. Och, ey, sag mal.
Er hat aber echt kein Zielwasser getrunken hier heute. Erster Kill WN8 bei 3.500. Ja. Das ist schon stramm, Leute, ne? Also er hat hier einen Kill, ein paar Hits, ein bisschen was aufgeklärt und dann steht die WN8 schon bei 3.500. Das Fahrzeug scheint ein echter Stats-Pusher zu sein. Ja, für alle die, die sich am überlegen sind, dieses Fahrzeug vielleicht zu holen, guckt euch an, ne, was er mit der Kiste reißen könnt. Er hat jetzt noch 14 Granaten, dann ist Ende Gelände. Dann kann er hier noch mit dem Feuerlöscher ein bisschen Schaum raushauen oder dann wartet. Hier ist keine Gegenwehr mehr, wie es scheint. Tja, dann könnte man ja eigentlich jetzt sich die Artis schnappen. Die könnte man eigentlich jetzt schnappulieren gehen. Schnellikowski, Artikowski. Wie sieht's aus hier? Ich glaube, er hat extra versucht, diesen einen Baum umzufahren. 10-9 steht's. Jetzt müssen sie gucken, weil es ist nur noch er, die anderen beiden Mets und das war's dann. Der Gegner hat noch einen Experimental, einen dicken Max, der ist natürlich auch gefährlich. Und da geht der Erste. Da geht der Erste schon auf seine Artis. Aber er macht's denen gleich. Erster Arti ist raus. Zweiter Arti ist auch raus. Dritter Kill. So. Das Problem mit den Artis wäre also jetzt schon mal gelöst. Jetzt hat er noch. Ja. Jetzt hat er hier noch 9 Granaten. Er muss schon ein APCR-Clip laden. Jetzt gibt es nämlich hier Gegner, wie zum Beispiel den OI Experimental. Da sollte man bei dem Spielstand auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und mit APCR schießen. Es steht 13-10. Das Ganze scheint jetzt langsam aber sicher in die richtige Richtung zu laufen. Da nimmt der OI Experimental die nächste Arti raus. Die WN8 bei 9.000. Ja, es wird langsam hier, würde ich sagen. Ne? Also, APCR-Clip. Eine APCR-Packung oder Granate hat er, glaube ich, schon verschossen. Das bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ne? Aber ich glaube, einen Clip hat er schon rausgehauen. Es war mehr, was er dabei hatte. So, wo ist der Max? Wo ist dieser scheiß dicke Max? Sein Teamkamerad ist am Cappen. Das heißt also, normal müssten die jetzt kommen. Wir sind beide an unserer Base, schreibt da einer. Ja. Das heißt, auf geht's. Die Captain. Der schwedische Autoloader. Ja. Der schwedische Autoloader steht, fährt rechts von ihm mit. Jetzt ist die Frage, steht er OI auch in der Base? Da kann ich mir nicht vorstellen. Da steht nur einer drin in der Base. Der OI, ja, das ist die Frage, wo ist der? Noch immer steht nur einer in der Base drin. Ich glaube, wenn der sich eine Schelle hier vom OI noch fängt, dann war es das auch. Ne? Also eine, doch, der OI steht auch drin. Also jetzt stehen sie zwei im Camp. Aha, guck mal hier, die Arti nimmt den einen raus und der dicke Max nimmt den Schweden raus. Jetzt muss der dicke Max noch fallen und dann war's das. Weg, 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 weg. Nee, nee, also da würde ich jetzt auch nicht mehr so rausfahren, da würde ich von der anderen Seite kommen. Genau, so ist das richtig. 14.700 WN8, Leute. Wo ist der Max? Der Max ist Geschichte, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Das Ding ist durch. Super. Klasse Runde hier von Patricia der Thai 1 mit dem AMX 12 Tonner. Am Ende eine WN8 von ihr sitzt da oben. 16.000 plus 4 Kills. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ab jetzt auch diese normalen Replays hier, diese Gastreplays immer in Doppelfolge, weil ich habe einfach viel zu viel Material. Ich komme gar nicht mehr nach und ich möchte euch die Dinger nicht vorenthalten. Also, viel Spaß bei der Auswertung. 3 Granaten im Übrigen hat er nur noch gehabt. Dann wäre der Feuerlöscher dran gewesen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hier ist der Bam Bam und hier ist das nächste Gastreplay. Bis dahin. Tschüssikowski.